Nun, ich bin die Informationen durchgegangen und es wird interessant. Seht euch alles an. Lernt jede Information von oben bis unten auswendig. Wir müssen uns reinschleichen, das Labor dieses Kerls finden und in dem Labor seinen Fusionsmotor. Kein Wunder, dass die Sicherheitsvorkehrungen sehr streng sind. Also werden wir uns aus der Luft absetzen, anstatt zu fahren. Leise und tödlich. Findet den Motor und ich lasse ihn auffliegen. Viel Glück. Volltreffer! Zusammenfassung: Geht ins Haus, findet das Labor, holt den Motor, zurück zum Feld, flieht. Viel Glück. Guten Tag. Zum Tag 2. Ja, Tag 2 vom Big Oil Job hat große Vor- und große Nachteile. Vorteil: Dieser Job gibt extrem viel Cash. Ja, also richtig viel Kohle. Nachteil: Das war einer der, ich würde sagen, Top 3 schwersten Missionen, die es am Anfang von Payday 2 gab. Ja? Also, da sind noch einige schwerere dazugekommen, aber am Anfang eine der schwersten. Insgesamt gesehen ist sie, würde ich doch trotzdem sagen, in den Top 10. Weil zu stealthen ist die schon echt brutal. Ja, es gibt zwar 6 Guards, nur in Anführungszeichen. Ja? Aber glaub mir, das ist echt anstrengend, diese Mission. Ja, war schon mal eine Niete. Es gibt 3 Räume, 3 Serverräume. Das ist, einer ist hier. Die anderen beiden sind oben. Der unten ist es schon mal nicht. Und ich wundere, ich suche nicht nach Paketen, ich suche hier nach Informationen. Denn ich hätte eigentlich Mii mitnehmen sollen. Das wird jetzt ein bisschen schwer. Wir können mich jetzt auch noch 3 Informationen finden. Wieso darf ich die Waffe nicht mitnehmen, lol? Wir müssten mich später einen Reaktor davon wegnehmen. Oder eine Maschine zumindest. So ein Fusionsreaktor war das, glaube ich. Wobei, ist es ein Fusionsreaktor? Keine Ahnung. Auf jeden Fall die richtige Maschine müssen wir finden. Und da gibt es halt 3 Sachen, die wir beachten müssen bei diesen Dingen. Okay, der geht nicht weg. Und ui. Meister. Ich gehe mal ganz kurz zum Kamerafeed, weil den habe ich extra gekauft. Der ist nicht hier? Hä? Jetzt bin ich verwirrt, der war sonst immer da. Bist du jetzt doof? Ey, ich schwöre, ich habe den gekauft. Das gibt's doch jetzt nicht. Ich sehe den noch nicht mal, den Kamerafeed. Er will's mich jetzt trollen? Ich schwöre euch, ich habe den gekauft. Ey, ich schwöre auf Big Mac, Bruder. Hä? Der Rest ist doch auch da gewesen. Ich habe doch einfach alles kaufen gemacht. Jetzt mach nicht schon wieder den jetzt hier. Normalerweise war das. Der Ammo-Drop ist auch da. Aber normalerweise waren da die Kameras. Ah, ich bin ein bisschen enttäuscht. Die Shutters sind auch alle unten. Das ist sogar echt vorteilhaft gerade. Tatsächlich. Also diese ganzen Sichtdinger, da sind weg. Die ganzen Rollos sind unten. Trotzdem können wir die sehen. Praktisch. Ah, naja. Mit dem Kamerafeed nervt mich zwar gerade ein bisschen, aber ist egal. God, watch it. Watch it here and watch it there. Ey, yo, Leute, was geht ab? Ich schleiche in diesem Haus herum. Ich hätte Minen mitnehmen sollen, das ärgert mich gerade ein bisschen. Hi. Was geht? Ich bin in der Küche und du siehst mich nicht. Ich geh's links oder rechts rum. Danke. Haha, du Lusche. Ich mache mir jetzt was zu essen und du kriegst nichts ab. Es liegt hier irgendwo was? Nee, ne? Nee. Keine Information hier. Weil wie gesagt, wenn ich die Infos hatte, ich meine, 2 müssten eigentlich meistens schon reichen, aber 3 wären natürlich schon echt ein bisschen juicy. Gut. Okay, hier ist keine Kamera drin. Hier könnte auch ein Wissenschaftler sitzen. Da haben wir eine Information. Nitrogen. Ja. Nitrogen bedeutet, dass es dann ein gelber Tank ist. Okay? Also merken wir uns schon mal, gelber Tank. Gelb. Schön verinnerlichen, es ist ein gelber Tank. Gelb. Ich schreibe mir das auf. Du, ich sag's euch, in der Hitze des Gefechts könnte man das vergessen. Ich schreibe das einfach mal dem hier, dem stört's nicht, wenn ich ihm schreibe.
Ich meine, ich schicke sie nicht ab, ich mache es ja nur, falls ich das irgendwie abschicke, ne? Dann kriege ich wenigstens eher gelb. Ja, weil es ist halt Nitrogen. Oh, der kommt hier rein. Boah, ich mach doch nicht den. Okay, geht runter. Ich habe extra nicht den Dings jetzt gemacht, weil wenn er reingekommen wäre und der geschossen hätte, wäre Ende gewesen. Sorry, Control. Vor allem eine weibliche Stimme, ist nur männliche Guards. Klassiker. Ich dachte, ich kann mich hier hinstellen. Ich komme da nicht rein. Das ist doof gelaufen. Egal, eine Information haben wir schon mal. Ein Guard ist da unten, der geht auch weiter seines Weges. Das ist gut. Ja, komm, halt die Schnauze. Oh! Boy, mach doch nicht den. Den gesehen, den Guard? Das war ja übelst frech. Guard, watch it. Liegen hier Infos? Nee, ne? Ach, Mädels, was soll das denn? Ihr könnt doch nicht einfach hier die Information verstecken. Der Sound war irgendwie so ganz komisch links. Es ist natürlich der dritte Serverraum. Super. Na egal, wir haben eine Keycard, alles easy. God, stay back. Ja, das hätte ich lieber vielleicht vorher gucken sollen. God, jetzt steht der auch noch im Weg. Ich war da gerade noch einer? God. Da war noch einer. Ja gut, passiert, ne? Hallo. God, stay alert. Ja, wo kommt denn jetzt der andere lang, ist jetzt die Frage. Kommt er jetzt hier rein oder geht er wieder zurück? Weil wenn er zurück... Ey. Ey, du Assi. Na toll. Jetzt muss ich auch noch einen Guard killen. Das ist doch ärgerlich. Oh, Petit Paris. Oh. La Fashion. Super. Na gut, das ist Nummer 2. Aber ich kann die, glaube ich, hier lieber in der Ecke verstecken. Da dürften die eigentlich nicht gesehen werden, ja? In dem Spiel ist natürlich eigentlich immer ganz groß geschrieben, aber theoretisch... Na, der ist vielleicht ein bisschen eklig. Nee, eigentlich dürften die den nicht sehen können. Außer die laufen wirklich dahin. Sollte eigentlich funktionieren. Ja, das Ding ist halt, ich meine in Erinnerung zu haben, dass das einer der Jobs ist, wenn wir hier zu viele killen, kommt Verstärkung. Der Moonwalkt hoch. Ist schon frech. Wo sind die anderen? Hier hätte ich ja gern einen Spotter, ne? Bin ich ehrlich. Es sind zwar nur 4 Stück, aber dieses Haus ist auch sehr, sehr klein mal wieder. Ist ein bisschen ärgerlich. Wo sind denn die anderen? Wetten wir, ich laufe jetzt genau auf dieses zu. Oh, der kommt. Ich muss mal ganz kurz weg. Hab was zu tun. Hab ich nicht gesehen. Das ist der schlechteste Serverraum, bin ich ehrlich. Genau aus dem Grund. Weil das Ding ist halt, die sehen, wenn der PC gehackt wird. Und wenn hier einer kommt, das ist der schlimmste PC-Raum. Man kann die Tür auch nicht wieder zumachen. Ist ja nicht machbar. Ich meine, Türklinke gibt es im Spiel einfach nicht. Was willst du machen? Ich würde auch gerne die Kika wieder rausnehmen, aber auch sowas ist leider nicht machbar. Ja, ist doof. Jetzt müssen wir natürlich warten, bis die Zeit abgelaufen ist, weil wir können hier nicht weggehen. Wir müssen nämlich das Ding verteidigen, leider. Liegt eigentlich eine Information? Nee, ne? Wir haben auch nur eine einzige Information. Wir müssen die Bude noch gleich ein bisschen durchlaufen. Das gefällt mir alles nicht. Wir können schon auf der Etage hier ein bisschen hin und her laufen. Ob hier eine Info irgendwo liegt. Aber eine Info brauche ich auf jeden Fall noch, weil sonst... Ja, ja, entspann dich. Oh. Das ist ja absolut nett. Ja, scheiße. Ich wette mit euch, der wird hier leider da langlaufen und wird das leider sehen. Das ist echt dumm. Ja, warum denn noch der? Ich meine, wir haben Glück, dass die Shutter wenigstens unten sind, weil sonst könnten wir es von draußen auch sehen. Das wäre noch beschissener gewesen. Wobei es eigentlich ein bisschen Quatsch ist, weil die sehen den Bildschirm von außen noch gar nicht, oder? Naja. Ja, gut. Dann warten wir jetzt eben ganz kurz, bis das ein bisschen durchgelaufen ist. Oder bis sich dieser Mr. Möchtegern-Guard verpisst hat. Ich sehe ihn aber irgendwie nicht mehr. Der wird auch nicht markiert. Okay, ist gerade gegangen. God, watch it. Don't bloody alert the guard. Liegt jetzt eine Info oder nicht? Ach, ihr seid doch alle Schweine. Ihr könnt doch nicht einfach die Informationen weglassen. Ich brauche die halt wirklich, ne? Eine zumindest noch.
Ich muss wissen, wie viel Anschlüsse das Ding hat. Sonst wird das hier nichts. Ach, ich weiß aber gerade überall. Es muss entweder im Pool sein. Oder unten in diesem einen großen Raum mit dem Baum, wo der Tisch ist. Belastend. Heck, schneller. Das soll ein Meter noch sein? Da bezweifle ich ein bisschen. Das ist 0, das sind doch keine 90 Zentimeter zwischen mir und dem Bildschirm. Ha. Naja. Ja, und da geht's los. Ja, dachte ich mir schon. Ja, ist halt ein bisschen doof. Es liegt halt im Serverraum. Das kannst du auch leider nicht verhindern. Das ist halt komplett random dann basiert. Da müsste man leider mit, ein bisschen mit leben. Aber ich glaube, jetzt kommt Verstärkung für die Guards. Was ein bisschen ungünstig ist. Weil das macht's nicht einfacher. Ich habe auch keine Bags mehr. Ich müsste mir eigentlich einen neuen Buddy-Bag holen. Boah. Ungünstig, aber auf der doppelten Art und Weise. Aber wir haben wenigstens Glück gehabt, dass es nur eine vorbeigelaufen, ja? Das hätte noch ganz anders ausgehen können. Also alles easy. Gott, Entschuldigung. Boah. Falls ihr übrigens wundert, warum ich einen Arzttasche mitgenommen habe und nicht irgendwie sowas wie Bodybags oder irgendwas anderes. Mein Gedanke war halt, weil bei dieser Mission gibt es dann einen Part am Richtung Ende des Auftrags, den ich leider irgendwie immer verscheiße. Ich weiß auch gar nicht, wie man den Stealth hinkriegt. Und genau dieses Ende da. Ah, ich muss mal ganz kurz. Ist das nicht hier doch irgendwo hier oben? Oh, belastend. Genau dieses Ende dann halt. Da werde ich meistens dann entdeckt und wir sind auf Death Sentence. Das wäre also quasi easy RIP für uns. Da müssen wir halt aufpassen. Liegt da die Information? Nee, ne? Ach, die geiern auch schon wieder, ne? Liegt die da? Ach, ich sehe es von hier nicht. Oh, scheiße. Okay, einer ist oben. Okay, ich gehe gerade nur ganz kurz nochmal weg, weil ich mir den Buddybag holen möchte, weil falls ich einmal verscheiße, dann muss ich wirklich zwingend diese Leiche entsorgen, weil sonst sind wir halt instant gesehen. Ich meine, zwei brauche ich jetzt nicht unbedingt, aber nehmen wir mal mit. Wir haben ja schon Glück gehabt, weil es kann mich auch passieren, dass da Zivilisten kommen, das haben wir ja diesmal wenigstens nicht. Wo ist dieser beschissene Kamerafeed eigentlich? Jetzt bin ich hier gerade draußen, das wäre wirklich cool, wenn der jetzt irgendwo hier wäre. Weil das finde ich gerade echt ein bisschen kacke, dass er mir nicht gezeigt wird. Ist der vielleicht irgendwo ganz hier hinten? Weil normalerweise wird der Kamerafeed einen eigentlich auch angezeigt, wo der ist. Aber irgendwie hier nicht. Hm. Komisch, komisch, komisch. Einzige Möglichkeit, er ist so weit weg, dass ich ihn einfach nicht gesehen haben konnte. Hier liegen nirgendwo Zettel rum, ne? Ich meine, Vorteil, es kam kein extra Guard dazu. Ich hoffe, ich habe es jetzt nicht gejinxt, aber das ist schon mal ganz gut. Wieso liegt hier auch kein Brett? Das muss doch irgendwo noch... Aber es ist ein geiler Pool, jetzt mal ganz ehrlich. Das brauche ich jetzt so einen auch ganz gerne. Hier sind schon mal zwei von drei. Das ist doch schon mal... Ah, guck mal an. Aber ist schon mal ganz gut. Eigentlich wäre es ganz geil, wenn wir die durchgehend markiert hätten, weil zu wissen, wo die sind, ist schon ein extremer Vorteil. Okay. Ach, er kommt natürlich raus. Einfach mal die ganzen Scheiben zerschießen. Er kommt ja hier hin. Ey, Puta, mach mal bitte nicht den. Gott sei Dank war er gerade nicht da. God, stay back. Da liegt's nicht, das Brett. Hey, hier ist die Info nicht. Ja, das ist jetzt eine ganz miese Prise. Wenn nicht hier, wo dann? Hä? Ach nö, jetzt geht das schon wieder los, du. Ich fänd's wieder nicht, Mann.
Oder ich habe schon gefunden und habe es irgendwie nicht realisiert. Kann natürlich auch sein. God, stay alert. Na komm, wir gehen da hin. So. Jetzt wird's schwierig. Liegt hier irgendwo vielleicht ein Zettel rum? Eigentlich muss hier einer rumliegen. Das Problem ist, wir haben jetzt Zeitdruck, weil die Spackos die offene Tür sehen, was ich super ungünstig finde. Und mir die Mission noch ein bisschen vermiest hat, immer, wenn ich ganz ehrlich bin. Weil das kannst du ja schlecht beeinflussen. Hey, willst du mich jetzt verarschen oder was? Ah ne, das ist er doch. Unter 5812 PSI. Bedeutet, unter 400 Bar war es, glaube ich. Also kleiner gleich 400 Bar. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal alle, die keine gelbe... Ja, ja, wir machen es einfach mal so. Wir haben auf jeden Fall eine gelbe. Das heißt, wir müssen machen alle mit einer anderen Flasche weg. Alle, die keine gelbe Flasche sind, machen wir mal weg. Mir fehlt leider die Anzahl der Anschlüsse. Das macht mich gerade ein bisschen nervös. Was war gut? Es sind nicht so viele. Der ist über 400 Bar. Der kann weg. Der ist unter, das heißt, der ist möglich. Wir machen den mal ganz kurz weg. Das ist ein blauer, der kann auch weg. Das ist ein grüner, der kann auch weg. Also nur der da. Oder die beiden. Der hier ist genau 400, weiß ich nicht. Und der ist auch unter. Ich muss die Anschlüsse wissen. Der hat einen. Der hat zwei. Und der hat... drei. Wir reden übrigens von diesen Anschlüssen hier. Das ist die Farbe der Flasche. Da ist die Druckanzeige und da sind die Anschlüsse. Ja, cool. Mir fehlt jetzt eine Info. Ich weiß überhaupt nicht, wo die ist. Das ist sie! 3 mal H. 3 Anschlüsse. Danke. Dann nehmen wir mit. Das müsste der richtige sein. So, bis hier bin ich schon öfter gekommen, aber jetzt die Tasche rauszukriegen, das ist mal das, woran es gehapert hat. Weil die Spackos sehen diese offene Tür hier. Und das ist echt ein bisschen... Ich sag's, wie es ist beschissen. Es ist einfach beschissen. Da ist eine Kamera einfach, lol. Weil es, dieses Entdecken ist halt einfach irgendwann random passiert das einfach. Und ich kann da leider gar nichts gegen tun. Es kann aber auch sein, dass sie es nach den ganzen Jahren mittlerweile geändert haben und man das jetzt nicht mehr so hat. Kann natürlich sein. Ich fällt übrigens auch gar nicht auf, wenn einfach so eine dicke Flair ist. Kann natürlich wirklich sein. Ich weiß es nicht. Aber ihr müsst halt diese drei Dinge abgehen da. Es gibt halt einmal diese Druckanzeige, the pressure, ne? Kleiner oder größer halt. Dann gibt es die Anzahl der Anschlüsse, 1, 2 oder 3. Und halt die Farbe, entweder ist es Helium, dann ist es grün, Nitrogen ist gelb oder Deuterium ist blau. Das sind die drei Sachen, die ihr euch merken müsst. Irgendwann brennen die sich auch einfach in den Kopf rein. Und, ja. Ja. Dum, 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 dum. Die Anschlüsse stehen übrigens drauf mit diesem H. Also wenn jetzt irgendwie draufsteht, 3 mal H, dann ist es halt diese Anschlüsse. Diese 5812 PSI sind genau 400 Bar. Also entweder kleiner als 400 Bar oder größer als 400 Bar. Man kann auch eigentlich die Zahl einfach mal 0,07 rechnen. Das müsste eigentlich das gleiche rauskommen. Das ist halt dann die Umrechnung von PSI in Bar. Wenn ich jetzt nicht ganz doof bin. Ja. Ich meine, ich will es jetzt nicht jinxen, ne? Aber ich habe das Gefühl, die sehen die Tür nicht mehr. Damals, ich sag's euch, die haben nur die offene Tür gesehen vom Labor. Sobald die Tür nach unten offen ist, wenn man die Zahl eingibt, dann war eigentlich immer schon verloren. Das war immer dieser Punkt, weiter als da geht's nicht. Bis dahin stealthen geht eigentlich, finde ich, voll klar, weil es sind nur 6 Guards. Du kannst ja rein theoretisch die Hälfte, so wie jetzt, halt easy killen. Und dann ist es eigentlich relativ entspannt, wenn du weißt, wo die ungefähr sind. Ja, beeil dich mal bitte.
Ich meine, selbst wenn jetzt noch irgendwas passieren sollte, dann das Einzige, was mich jetzt noch irgendwie ein bisschen kriegen könnte, wäre, wenn das die falsche Engine ist. Dann wäre ich im Arsch. Übrigens auch total unauffällig, so ein Helikopter, der hier landet. Das meine ich. Deswegen ist es auch ganz gut, dass wir das Flugzeug haben, damit können wir mich halt fliegen. Wenn es jetzt die falsche Engine ist, dann bin ich im Arsch. Ja, jetzt verpissen wir uns mit hinten in die Ecke. Die können uns verteidigen und wir gönnen uns den hier. Ja, wir haben ja die Keys dabei. Das heißt, wir können jetzt dann hier fliehen. Das ist nur dieser Part, wo ich eigentlich meistens bei hohen Schwierigkeitsgraden immer ein bisschen Schiss habe. Weil wenn das jetzt die falsche Engine war, dann sind wir eh im Arsch und müssen wir neu starten, weil das werde ich auf Death Sentence niemals im Leben überleben. Niemals. Weil in das Haus reingehen, in den Keller eine Tasche holen, dann wieder rausgehen. Während ich One-Shot bin quasi, kannst du vergessen. Wo ist eigentlich... Ach, da ist Bonnie. Beweg dich mal bitte wohin, wo es sinnvoll ist. So, und jetzt kommen schon die ganzen Guards, wie ihr seht, oben rechts. Nicht Guards, die ganze Police Force halt. Ihr macht das, Leute. Ja, es ist die Assault Phase. Jetzt kannst du dich auch bitte ein bisschen beeilen mit der Engine. Check sie bitte schneller. Kleine Info übrigens fürs nächste Mal, lieber Bane. Du kannst bitte beim nächsten Mal dich darum kümmern, dass du uns irgendwie so eine Bodycam gibst, dass du selber von außen sehen kannst, ob es die gute oder nicht gute Engine ist. Würde Zeit sparen. Joy, komm mal bitte her. Ey, ihr habt wenigstens die richtigen Waffen dabei. Das ist gut. Helikopter kommt. Also übrigens wegen diesem Effekt, halt wegen dem Helikopter, man kann die Mission übrigens nicht ganz stealthen. Wir haben so weit gestealtht, wie es möglich ist. Auf 100% stealth geht es nicht, weil es unmöglich ist. Roof, roof, Blackhawk on the roof, achso. Oh, nice, Mann. Ja, jetzt sind die besseren Waffen, sind die plötzlich wieder viel besser. Die killen mal, Leute. Bin stolz auf euch. Yes, Mann! Das war die richtige, sehr gut. Perfekt! Ja, also ich finde die Mission aber sonst per se eigentlich echt geil, weil die geht relativ fix, so gesehen. Geht. Mit dem ersten Job zusammen sind wir bei knapp 30 Minuten. Und für 30 Minuten das an Cash zu kriegen, ist schon echt edel. Also ganz ehrlich, das ist gut. Ja, und das war auch schon die Big Oil Mission. Dann danke schön fürs Zuschauen. Haut rein bis zum nächsten Mal. Da kommt dann der Kunstgriff. Oder auf Englisch Framing Frame. Ciao.